manchmal, liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier in diesem Stadion. Der Rasen, tipptopp, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. So hat es die Wetterprognose auch vorhergesagt. Dann hoffen wir auch mal, dass die Wetterprognose auch so stimmt von den jeweiligen Kollegen. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Und gleich werden wir zu den Aufstellungen kommen. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Ja, und das Spiel hier, das ist schon in vollem Gange. Moi. Und der Konter läuft. Der Torhüter haut ihn weit raus. Guerrero spielt ihn raus. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Peru ist direkt wieder im Ballbesitz. Physisch enorm präsent. Heiliger Himmel, das habe ich selten erlebt. Es steht immer noch 0:0, aber was viel schlimmer ist, man hat den Eindruck, beide Mannschaften haben eine regelrechte Torschussallergie. Sucht seinen Mitspieler. Der Ball kommt. Macht er den? Bei wem der wohl landet? Schon läuft der Gegenangriff. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er könnte zum Tor ziehen. Der Ball fliegt. Das könnte was werden. Guter Abschluss, aber es fehlt an Präzision. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Sie kommen da irgendwie nicht durch. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. So jagt man heute den Ball. Moi. Cahill. Das war's. Halbzeit. Keine Treffer im Durchgang 1, also alles noch offen. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt per Kopf und Tor. Der Kapitän macht das Tor und der Kapitän sendet ein klares Signal an seine Mannschaft. Versteckt euch nicht. Wir setzen uns vorne fest. Wir liegen in Führung und das wollen wir offensiv verteidigen. Eine millimetergenaue Flanke. Perfekt verarbeitet. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Peru liegt also mit einem Tor vorn. Wir wissen natürlich nicht, was der Trainer Ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Ja, guter Ball. Verfahren. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Und die Möglichkeit. Und der Torwart hat ihn. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Es geht über die rechte Seite. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Werden
Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Sucht die Lücke. Da tankt er sich durch. Gale sucht seinen Mitspieler. Versucht die Gasse zu finden. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Er serviert ihn. Das war der letztmögliche Wechsel. Jetzt kommt der Lange ins Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt werden sie es mit langen Bällen aufgenommen. Er zieht durch. Er bekommt die zweite Chance. Und wieder versucht er es. Sie führen nur knapp. Sie müssen aufpassen, dass sie hinten keine Fehler. Schießt ihn aufs Tor. Ja, der war richtig. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Moi. Da kann er sich lösen. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Er schießt. Einfach mal weggedroschen. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel.